Guten Abend, herzlich willkommen zur DHB Handballpokalbegegnung Borussia Dortmund gegen Buxtehude SV hier aus der Sporthalle am Lieberfeld. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt Ihnen eine interessante Begegnung zeigen können. Und ja, das Spiel wird es in sich haben, davon bin ich überzeugt. Und Jochen Busch, der sportliche Leiter, der freut sich natürlich auch auf diese tolle Begegnung. Jochen, wir blicken mal zurück auf den 7. November 2015. Kannst du dich daran erinnern? Und was war damals denn hier los? Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Auch Pokalrunde, auch der gleiche Gegner, Buxtehude SV. Und ich glaube, wir haben in dem Spiel in der 40. Minute noch mit 8 Toren hinten gelegen und haben das Spiel am Ende mit 2 Toren gewonnen und sind in die nächste Runde eingezogen. Und das war der Grundstock, das Final Four zu erreichen. Denke ich natürlich gerne dran zurück und wünsche mir, dass das heute genauso wird. Das war eine tolle Leistung der Mannschaft damals, muss man wirklich sagen. Dass man das geschafft hat, da sieht man, im Handball ist alles möglich. Ja, da ist alles möglich. Man darf nie aufgeben, man muss bis zur letzten Sekunde kämpfen. Da ist immer alles möglich. Kurz vor dem Spiel, wie sieht es mit der Aufstellung aus bei Borussia Dortmund? Sind alle Spielerinnen soweit an Bord? Ja, es sind nicht alle an Bord. Verletzt fällt leider Caroline Schmäler aus, die eine Schambeinentzündung hat. Dann fehlt natürlich Alina Greisels und Nadja Nadgornaya, die fehlen aber auch länger. Dafür ist wieder Nadja Zimmermann dabei. Wenn du so auf Buxtehude schaust, den Gegner darf man natürlich nicht unterschätzen. Nein, das wird ein ganz schweres Spiel. Buxtehude hat sich, ist gut in die Saison reingekommen, eine neue Mannschaft. Und was der Trainer damit gemacht hat, das ist aller Ehren wert. Also das wird ein ganz schweres Spiel. Sieht man schon, die haben in der Bundesliga-Saison 8-4 Punkte und wir haben 4-8 Punkte. Und die Dortmunder Zuschauer hoffen natürlich jetzt auf ein, naja, Wunder kann man nicht sagen, aber auf ein gutes Spiel mit, sagen wir mal so, dass Dortmund eventuell in der Runde weiterkommt. Das wäre natürlich ein Highlight. Ja, und ich freue mich, dass die Halle gut gefüllt ist. Das sieht man ja auch. Ich glaube, ist der beste Besuch in dieser Saison. Und ich wünsche den Zuschauern, dass sie ein spannendes Handballspiel sehen mit einem glücklichen Ausgang für uns. Ja, du wirst jetzt die Mannschaft willkommen heißen. Da freuen wir uns natürlich drauf. Und du hast es ja gerade schon gesagt. Wir hoffen, dass die Dortmunder natürlich hier sehr, sehr gut abschneiden und wir als Dortmunder natürlich auch. Klar, das bleibt nicht aus. Und die Stimmung, das hatte ich gerade schon gesagt, die war bei den letzten Spielen auch gut. Und Jochen hat es gerade auch gesagt, heute mehr Zuschauer als sonst. Ja, weil die Zuschauer jetzt auch hoffen, dass es natürlich jetzt ein richtiges Fight gibt hier, wenn der Buxtehude SV hier kommt. Und dann hoffen wir natürlich hier, dass wir auch viele, viele Tore und es kann sogar eine Verlängerung geben, also beim Unentschieden. Aber naja, wir gucken jetzt mal, wenn Jochen Busch die Mannschaft hier präsentieren wird von Borussia Dortmund und natürlich klar vom BSV Buxtehude. Und das hören wir uns jetzt dann mal an. Und der Buxtehude SV hat viele Fans mitgebracht, muss man dazu sagen. Und Jochen Busch wird jetzt die Mannschaftsaufstellung vorlesen. Die 20, Emily Böhm. Die 21.
Ja, also laut ist es hier wirklich, Lucky. Ich hoffe, dass wir uns überhaupt verstehen, trotz dass wir hier natürlich über Kopfhörer auch noch verbunden sind. Also das Trommeln hier in der Halle ist immer was Besonderes. Diese Halle hat auch was Besonderes. Naja, in Anführungszeichen eine alte Halle, aber 2018 soll sie ja renoviert werden. Wir haben ja schon ausführlich in den letzten Sendungen darüber berichtet und auch darüber gesprochen. Das Wichtigste ist natürlich, dass man eine vernünftige Heimat hat. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Habt ihr eine vernünftige Halle? Auch in der Stille, aber nicht so groß. Wir haben uns auch unterhalten mit Jochen. Es ist die höchste Zeit, dass die Halle auch hier renoviert wird. Und dass die Atmosphäre so gut heute Abend ist, das ist auch ein wichtiger Teil des Spiels und dass dort noch besser wird. Ja, wenn man die Ausgangssituation sieht, würde ich sagen, im Moment sind wir bei einem Unentschieden, weil aus Sicht der Dortmunder gebe ich mal 5 Extrapunkte. Ich weiß, dass Dortmund ein bisschen schwächer ist, wenn man so die Spiele betrachtet, im Gegensatz zu Buxtehude. Jochen hat es ja auch gerade schon angesprochen, aber es ist ein Heimspiel, die Fans stehen dahinter und das könnte so ein bisschen ja, für Pluspunkte sorgen, oder? Wenn das Spiel in Buxtehude gewesen wäre, hätte ich gesagt, Buxtehude ist Favorit. Heute denke ich mit so 50-50. Dortmund ist ein bisschen holprig in die Runde gestartet, hat nur 4 Punkte momentan, aber ich denke mal, die kommen noch. Müssen wir nicht vergessen, dass zwei wichtige Spieler nicht da sind, nämlich Nadia Nagornaya und Alina Greisens, die beide stark verletzt sind. Buxtehude ist auch nicht geschont von Verletzten, die haben auch mal lang Verletzte, die Zellmel und Nieder und Antje Lenz, die Torfrau, ist jetzt nach 8 Wochen mal wieder eingestiegen. Und ganz ehrlich, also wenn Lenz dabei ist mit Julia Grönemann, die haben ein ganz starkes und stabiles Duo im Tor. Ist auch ganz wichtig, dass Clara heute gut fällt. Clara ist ein entscheidender Faktor und dass die bis zum Schluss das Spiel offen halten. Ja, also die Pauken, die sind so laut hier, dass man also kaum sich hier selber hört, muss man dazu sagen. Ich habe so einiges jetzt mitgekriegt, was du gesagt hast. Also es ist nicht so einfach, wir sitzen ja mitten im Publikum und kommentieren hier live das Spiel. Und das ist ganz so einfach. Und Borussia Dortmund hat also den Ball. Und hier links außen, von uns aus gesehen hier, eine Spielerin, die exzellent ist natürlich. Die hervorragend das letzte Heimspiel hier abgeschnitten hat. Spielerin Huber mit der 23. Huber, Svenja Huber ist dieses Jahr von THC gekommen. Ist eine exzellente Spielerin Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Er spielt wieder, der hat kurz pausiert in der Nationalmannschaft in ganz klar momentan Nummer 1 in Deutschland. Habe ich das Spiel gesehen gegen Ellingen, er hat 13 Tore gemacht, davon glaube ich war er ab Tempo gegengestoßen. 1 von Clara Wolterin. Da ist er! Und gut pariert von der 35 im Tor Julia Grönemann. Und Buxtehude jetzt im Angriff. Wir haben ja gerade über Svenja Huber gesprochen. Ich denke mal, da achtet man heute besonders drauf. Auch weil wir haben ja wirklich auch gute Spielerinnen im Team von Borussia Dortmund. Du hast auch gerade unsere Torfrau angesprochen. Wenn die heute wieder einen guten Tag hat, dann ist das die halbe Miete. Und es heißt 1:0 mit der 20 erfolgreich. Emilie Mölk. Und die Gäste aus Buxtehude führen jetzt hier. Schön gemacht und jetzt kommt der Treffer und klasse mit der 77 Irak Basari. Hervorragend ausgespielt. Sehr gut gespielt auf der Seite der Buxtehude, wenn Emily Böck, das größte Talent in Deutschland momentan, die ist 18 Jahre alt, die 16 schon erste Liga gespielt, Nationalspielerin, also wenn sie auch einen guten Tag erwischt, dann wird auch schwer für die Abwehr, das muss auch die Zusammenarbeit
die Zusammenarbeit klarer mit der Abwehr des Stiebens. Ich sehe, Ildikow hat sich für ein offensives System entschieden, glaube ich, deswegen, dass die Räume von Emily Bölk und Frederike Gubernatis auf Albrechts mal eng zu machen. Und wir kommen zum ersten 7 Meter in dieser Begegnung und mit der Nummer 7, Lone Fischer. Und ja, keine Chance. Dame ist im Bild. Lone Fischer von der Seite 2:1 für den BSV. Es sind auch viele Fans hier aus Buxtehude mit angereist und die haben auch Pauken. Also rechts und links. Es ist wahnsinnig laut. Ich weiß gar nicht, ob sie das. Ich denke mal, sie kriegen das mit über die Außenmikrofone, die wir schon ganz runter geregelt haben. Es ist laut, das glauben sie gar nicht. Schön gemacht! Und meiner Meinung nach, das war faul, aber die Schiris haben sich anders entschieden. Die haben die Pfeifen. Ja, da hatte ich auch Foul gesehen und klasse gemacht. Clara Woltering, die Nationaltorhüterin, schön angespielt. Und sieben Meter. Ja, ziemlich deutlich. Und jetzt müssen wir den Ausgleich erzielen und normalerweise Svenja Huber. Und das dürfte für sie eigentlich kein Problem sein, wenn ich so an die letzten Spiele denke. Ja! Knallharter Wurf. Sehr sicher, dass sie weiter schießen. Mölk. Ja! Das ist ganz interessant, das Duell zu sehen. Jetzt Karma van der Kreide, Nummer 21, Borussia Dortmund. Sie kam letztes Jahr von TuS Limfort aus der dritten Liga. Und jetzt ist sie ins kalte Wasser geschmissen worden durch die Ausfälle von Borussia Dortmund. Und die hat bis jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin ganz gespannt, wie das Duell Bölk-Krei ausgeht. Ja, das sah nach einer leichten Ermahnung aus. Schön gehalten! Die ersten 5 Minuten sind um, 2:2. Ja, da sahen die Dortmunderin nicht gut aus. Wir haben auf viel gewartet. Wir können mal ein paar Schritte, das ist Freiburg. Die haben lang das Spiel laufen lassen und dann stand ein Tor. Ja, Buxtehude ist gewarnt. Was also im letzten Jahr hier passiert ist, das wird den Mädels wahrscheinlich nicht mehr passieren. Wenn man so deutlich führt und verliert nachher noch hier in Dortmund. Ja, wir müssen nicht vergessen, nochmal, also 2015 war das Spiel. 40. Spielminute führt Buxtehude mit 8 Toren. 8 Toren. Und die kamen als Titelverteidiger, die haben vorher den Pokal gewonnen und BVB kam als Aufsteiger. Und letztendlich gewinnt Borussia Dortmund mit 27:25. Und das war halt nur eine Zwischenetappe zu Leipzig. Das war ein Final Four, wo Borussia Dortmund auch sehr gut sich präsentiert hat. Das Halbfinale gegen Blomberg gewonnen und dann knapp das Finale gegen HC Leipzig verloren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball abfangen. Ach, das war eine böse Lücke, das darf nicht passieren. Das muss bei der offensiven Variante, da muss man die Absprache stimmen. Wer übernehmen und übergeben und wenn ein Motor schön durchgesetzt. Und mal ganz kurz das System wackelt, dann passiert sowas und Gubernati ist ein erfahrener. Ja, liebe Zuschauer, Sie sind live dabei auf Sport Deutschland TV, auf Ruhrnachrichten.de, Sport Live TV. Und
Und das sieht nach 2 Minuten aus? Gegen Vasari, ja. Drin haben wir ja hier. Svenja macht den rein. Sehr schön geworfen. Souverän. 3:1 nach 9 Minuten. Für der Torausbau. Ja, wenn ich an das letzte Heimspiel denke hier in der Bundesliga, da hat also die Trainerin die Torfreiber raus. Und dass wir Nelling im stehenden Angriff im Moment ganz gut im Griff haben. Schön gedeckt wieder. Rechts. Was wir hier gesehen haben in der Halle Wellinghofen, da war das so, wenn Borussia in Unterzahl war, hat man die Torfrau immer wiederum rausgesetzt. Also hier gibt es die neue Variante, ja, das erlaubt. Das ist eine taktische Sache ja auch. Die 6 Neuerungen, ja. Genau, neue Regeln. Schön durchgetankt. Ja. Und ich hätte erwartet, dass Anne Müller einläuft von links außen am Kreis. Sie geht in 1 gegen 1 gegen die Hand nach außen. Was normalerweise nicht passieren darf, wenn man in Überzahl in der Abwehr ist. Die hat das gut gemacht in 7 Meter. Svenja Huber. 4:4 in Unterzahl, das ist gut. Und noch 43 Sekunden sind die Dortmunderinnen jetzt mit einer Spielerin weniger auf dem Feld. Ja, sehr, sehr schönes Anspiel jetzt hier. Und mit der Nummer 3, Annika Meier, erfolgreich für Buxtehude. Das ist die klassische Variante, mit 2 Kreisläufe in Überzahl und Emily Berg. Da hat die richtige Entscheidung getroffen. 2 Leute mitgezogen und Pass am Kreis. Das war schön ausgespielt. Schön zu sehen. So gut. Aber aus Dortmunder Sicht können wir zufrieden sein mit einem 4:1 jetzt. Ja, definitiv. Vor allem können wir damit zufrieden sein, dass die Abwehr steht und dann können wir uns einige Fehler vorne auch erlauben. Eure Trainerin macht im Moment auch einen entspannten Eindruck, auch wenn er jetzt. Oh, da gibt es 2 Minuten. Sind so einige Zuschauer nicht ganz einverstanden? Man kann sie geben, aber sie fliegt natürlich auch sehr leicht. Also wir dürfen uns nicht beschweren, dass wir die kriegen. Da haben wir einfach gepennt in der Situation. Es ist okay. Ich sollte gerade noch sagen, eure Trainerin macht einen entspannten Eindruck, aber das passt hier jetzt natürlich nicht, die 2 Minuten. Ist im Bild. Rafika Itaki ist im Bild. Für Rückraum rechts. Schön gespielt, sehr gut gespielt. Sehr gut auch hochgestiegen. Sehr schöner Wurf von Miraj Berovic. In Unterzahl, ganz wichtig. Jetzt aufpassen in der Verteidigung. Und der Ball hat aber ja, die Lücke. Da war Clara noch dran, schade. Das war so eine große Lücke jetzt auch, weil das darf eigentlich nicht vorkommen. Und da konnte auch Clara Wolterin nichts machen. Jetzt wechseln wir den Torhüter aus. Clara Wolterin geht raus. Das ist jetzt die neue Regel. Wie siehst du diese Regel? Ich bin da geteilter Meinung. Es ist, wenn man natürlich in Unterzahl ist und man kann so auffüllen, keine Strafe mehr. Aber ja, man muss lernen, mit der Regel gut umzugehen. Man wird jetzt gleich sehen, dass jetzt muss jemand schnell wechseln. Ganz schnell muss das jetzt gehen. Das ist das Risiko das natürlich. Das ist das Risiko und da ist Gott sei Dank hat sie den nicht getroffen. Ja. Das ist natürlich das Risiko. Man darf so natürlich keine Fehler machen, weil dann ist das Tor offen. Von Rafi kam jetzt der Fehlpass. Und noch 20 Sekunden in Unterzahl, das müssten wir eigentlich jetzt. Ja, das müssen wir jetzt runterspielen. Vielleicht nochmal einen Freiwurf rausholen, dass die Zeit
verstreicht und dann kann Clara auch wieder ins Tor. So. Und jetzt sind wir wieder voll. Das heißt, Clara kann wieder ins Tor. Gut runtergespielt, ja. Die Unterzahl, also 1-1, da können wir durchaus zufrieden mit sein. Ja, der Aufsteiger spielt ganz gut mit, muss man sagen, oder? Ja, das hat man aber auch schon in den Spielen vorher gesehen. Die geben sich dann nicht geschlagen und kämpfen bis zum Umfallen. Und, schon der zweite verworfene Ball von außen. Das ist natürlich und die bitter. Haben ja im Anfang der Saison ja schwere Gegner gehabt. Das muss man ja auch ziemlich deutlich sagen. Also, wenn ich es gelesen habe, sie haben also zum Beispiel... Jetzt wird sie gut geblockt von Raffi. Der lange Pass auf Svenja wieder. Und Tor. Sehr schön gemacht. Das ist wirklich das, was wir brauchen. Die schnellen Tore über die Außenposition. Ja, ich hatte es gerade gesagt, also gegen Leverkusen, Buxtehude und gegen THC, da gab es die Niederlagen und diese Mannschaften sind ja eigentlich auch Top-Mannschaften in der Damen-Handball-Bundesliga. Ja, wir haben jetzt letzte Woche gegen Celle gespielt, auch da verloren. Celle war schon gegen auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja, sehr stark von Clara, aber der Abpraller kommt leider wieder zurück. Schade. Und 6-4, aber Dortmund führt weiterhin und 15 Minuten sind rum in der ersten Halbzeit. Wir sehen ein munteres Spiel und die Zuschauer haben Spaß hier an dieser Handballbegegnung in der Sporthalle Wellinghofen am heutigen Abend. Glück gehabt jetzt. Aber jetzt sind wir mal wieder dran auf Seite Schön von Borussia Dortmund. Von Virak. Noch gut ausgeholfen von der Abwehrspielerin, muss man wirklich sagen. Und gelb. Virak hat da, glaube ich, was abbekommen am Hals. So, jetzt muss die Mannschaft sich aber ein bisschen wieder fangen hier. Zeitspiel sind neue Regeln. Wenn ein Zeitspiel angezeigt wird, dann darf man noch sechs Pässe. Im Tor mit der 35, Julia Ronnemann. Und er weiß genau, wenn ein Rechtshänder von halb rechts wird, dann geht in die rechte Ecke. Also das hat leichte Beute für Julia. Gut gearbeitet mit dem Block. Im Block haben wir die kurze Ecke genommen und sie hat den Ball gehalten. Wirkt unsere Mannschaft von Borussia Dortmund ein wenig nervös? Wie siehst du das? Ja, denke ich nicht. Also genug routinierte Spielerinnen drin und dürfen die auch nicht nervös werden. Wenn man gerade diese Leichtigkeitsfehler sieht, also die dort passieren. Ja. Da sehen jetzt wäre ein Tor mal wieder wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, sie haben eine Chance und können wieder rankommen. Reduzieren sich die taktische Möglichkeiten natürlich, wie gesagt, dass wenn man Rechtshänder in halb rechts agiert, also man taktische Varianten mal sind begrenzt. Jetzt ein bisschen mehr vielleicht kommt auch auf den Rückraum, dass die Räume sich öffnen. Mehr über außen kommen. Ja, wir haben natürlich jetzt die zwei Würfe von außen verworfen. Wir müssen versuchen, das Spiel wieder breiter zu machen. Jetzt genau so. So, jetzt wird wieder Zeit, dass wir mal endlich ein Tor auf Seite von Borussia Dortmund hier sehen, in Dortmund-Wellinghofen.
Das brauchen sie. Das brauchen sie. Viel bringen. Jetzt schön. Da hat man jetzt nicht aufgepasst. Ja, Svenja Huber kommt auch nicht so richtig ins Spiel, habe ich so den Eindruck. Also das wird nicht viel gespielt draus, sondern sie hat zwei. Huber am Ball. Muss mehr über außen die Mannschaft kommen? Jetzt wäre der Trainer also die bessere Entscheidung, weiter den Pass zu fahren. Überzahl auf der rechten Seite, 2 gegen 1. Also Pass zu Svenja wäre besser gewesen. Berovic hat die zu spät gesehen und dann konnte man die Lone Fischer die zumachen. Ja, sauber mit der 20. Emilie Bölk. Man muss aggressiv werden. Also man muss der aggressiver werden gegen Emilie Bölk. Wenn du ihr Raum gibst, dann passiert das. Da hat die Ecke gewechselt. Clara hat auch keine Chance. Ja. Keine Abwehrmöglichkeit mit der 7. Lone Fischer. 17 Minuten gespielt. 11:6 für Buxtehude. Fing so gut an, da haben wir gut mitgehalten in den ersten Minuten. Und jetzt haben wir so einen Hänger, um das mal so zu fangen. Oder wie siehst du das als Trainer? Also das Aufbauspiel ist spottet ein bisschen bei Borussia. Also die kommen nicht richtig ins Spiel. Also der Ball läuft nicht gut. Ab und zu mal wird ein Ball nicht gefangen. Und die Rückraumspielerin üben zu wenig Druck. Das muss öfter passieren, dass sie 1 gegen 1 gehen, dass sie 2 Leute in der Überzahl auf einer Seite. Souverän. Knallharter Wurf. Und da sieht man die Dortmunder Torfrau Clara Woltering. Sie hat da keine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Der Trainer macht einen entspannten Eindruck auf Seite von schon wieder Buxtehude. Halb rechts, lang geworfen, leichte Beute für Julia Brönnemann. Karo Schwelle ist heute auch nicht da, das stellt auch noch einen Druckraum. Also ohne Druckraum, das wird ganz schwer. Die bleiben defensiv. Entweder kommen die auf schnelle Tore, erste, zweite Welle aus der Abwehr. Gut, oder der Ball schneller laufen im Angriff und ein bisschen näher an der Abwehr dran, 1 gegen 1 und weiterspielen. Ja. Klasse angespielt.
4 Tore Unterschied. 19 Minuten gespielt hier in Dortmund-Wellinghofen. Im DRB-Pokal. Look, ich habe den Eindruck, die Mannschaft von Buxtehude, die versucht immer durch die Mitte zu kommen. Die spielen ganz gut, also beide Rückraum sind sehr, sehr aktive Posten in der Mannschaft im Angriff. Gubernatis und Böll. Ich habe eben versucht, das Spiel auseinanderzuziehen mit den 6 Feldspielern wieder ganz normal. Und dann natürlich Tor, sehr schön von Carina gemacht. Und besser, sehr gut, Arne. So, jetzt aber die Möglichkeit. Tor. Und klasse! Jawohl, es geht doch. Müller mit der 8. So schnell. So. Ja, gut ausgespielt von Nelling. Außen war sehr frei. Und die letzten 40 Sekunden in Unterzahl. Wenn die Abwehr ein bisschen steht und dann hat man eben gesehen, dass Berg richtig attackiert wird und Gubernatis nicht so einfach zu 1 gegen 1 sich durchsetzt, da haben wir eine gute Chance. Ja, und die schön durchgetankt. Sehr schön gemacht von Anne, sehr gut. Das war sehr, sehr gut durchgetankt, muss man sagen, durch die Mitte. Also gut angetäuscht. Sehr gut und dann gemacht von also die Dortmunder Trainerin gibt deutliche Anweisungen. Ja, den Timeout brauchst du nicht viel erzählen. Also punktuell 2, 3 Sachen, was du zu verbessern möchtest, lohnt sich nicht mal nur Gebrüder Grimm-Märchen zu erzählen. Ich bin auch ein Freund von klaren Anweisungen und dann sollen die Spieler ganz schnell mit Input sich beschäftigen. Also die Taktik spielt doch ab. 10 Minuten noch in der ersten Halbzeit zu spielen hier im Pokal. Dirk hat umgestellt, jetzt lässt Emily Börk Mitte spielen. Das kann sie auch ganz gut und Jessica Oldenburg kommt auf halb links. Kreis kommt Kaiser. So, jetzt wäre natürlich schön. Ja, klasse. Das war ein gesehen. Das brauchen Sie. Das war gut gespielt. Zwei Tore Unterschied. Und jetzt muss die Dortmunder Mädels aufpassen. Und das machen die jetzt viel besser. Das ist das eine, wenn die mal ganz schnell mit dem Tor kommen und oder 30 Sekunden auch für ein Tor brauchen. Da hat die schön Meter, gemacht. 7 Meter, und aber im Raum habe ich gesehen. Die Schiedsrichter haben irgendwas abgesehen. Jetzt braucht Buxtehude auch ein bisschen länger ein Tor zu werfen, weil die haben bis jetzt gut gekontert oder die schnelle Mitte gespielt. Jetzt hat die Abwehr Zeit, sich darauf einzustellen und die zwingen die auch mal die Fälle zu machen. Svenja lauerte außen. Schöner Wurf, aber auch gut gehalten. Und die Dortmunder weiterhin im Ballbesitz. Grönemann ziemlich schnell in die Ecke.
Schade, leider Kreuzen gespielt, gut zum Wurf gekommen. Schade, dass die übers Tor gegangen ist. Eben erwähnt, das darf nicht passieren. Erfolgreich eine sehr, sehr gute Spielerin in den Reihen. Sehr gut, also mit 16, die kommt eine ganz sportliche Familie. Beide Eltern haben auch Handball gespielt. Mit 16 schon Bundesliga gespielt, mit 18 jetzt eine gestandene Spielerin. Denke mal, momentan in Rathe ist das größte Talent Deutschlands. Das macht eine komplette Spielerin aus. Sie spielt Mitte, sie spielt halb links. Ich bin mir sicher, kann auch halb rechts spielen, bedingt. Ja. Und sie bleibt trotzdem effizient. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren drüber. Und jetzt wird die Torfrau gewechselt. Schade. Beinahe noch dran gewesen. Und 4 Tore Vorsprung für Buxtehude. Sehr schön hochgestiegen. Das kann sie ganz gut. Sprungkraft kann von 3 sehr gut. 11:14. Und klasse. So, jetzt könnten wir die Führung der Gäste verkürzen. Jetzt muss Dortmund erfolgreich sein. Beinahe gesagt, der muss sitzen. War richtig, Julia Grönemann war in eine andere Ecke, da muss nur das Tor getroffen werden. Ja, da hätte er auch, da hätten sie auch pfeifen können. Schön gehalten und jetzt, da wird gepfiffen. Naja. Verkneife ich mir jetzt mal den Kommentar. Drei Minuten noch jetzt in der ersten Halbzeit. Die Gäste führen mit 14:11 hier im DHB-Pokal.
Ja, Luki. Eigentlich sind die Aktionen jetzt gegen Gubernati, die sehen es schlimmer aus, als sie sind. Also das, sie geht raus, das 1-1-Verhalten sieht richtig, Gubernati hat ein super 1 gegen 1, gar keine Frage. Aber das war nicht so schlimm, wie das bis jetzt aussah. Klasse pariert und dann Pech auch noch. Mit der 15. Nippenburg. 15-11 für Buxtehude. Und 2 Minuten noch in der ersten Halbzeit hier zu spielen. Ja, Knippenburg, die holländische Nationalspielerin, nach einem Abprallen. Das ist keine Taktik, das ist pure Glück. Aber ja, das Glück Uwe. Ist auch. Ja, in der Luft geschossen, ja. Kann man pfeifen, ja. Sehr gut gewechselt, Svelja kommt in den Rückraum, das wird. Sie wird angekreuzt von rechts außen. Sie kommt in die Lieblingswurfposition von rechts außen. Weggeschubst in der Luft. 2 Minuten und 7 Meter. Vasari jetzt hier. Und sie verwirft. Antje Lenz hält den Ball. Ja, wahrscheinlich hätte Svenja geworfen, aber sie wurde gefoult und ich denke mal auch, die gefoulte Spielerin soll nicht werfen. Aber das weiß ich nicht, was abgesprochen wird. Und noch eine Minute in der ersten Halbzeit. Die Dortmunderin noch 26 Sekunden. In Unterzahl und die Gäste 1 Minute 14. 5 gegen 5, jetzt kommt Dirk, nutzt die Gelegenheit, wechselt die Torfrau, kommt die 6. Spielerin. Wir sind die 6 gegen 5 Überzahl. Also beide Mannschaften durch die Zeit, Strafen natürlich jetzt ausgeglichen. Und die letzten 30 Sekunden laufen hier. Vielleicht jetzt noch ein Abschluss, dass wir auf 12 Treffer kommen, die aus Sicht der Dortmunder Mannschaft. Und der Abschluss muss kommen jetzt. Und ja, das. In 2 Minuten, ja. Sie wird in 2 Minuten. Schön durchgesetzt, Frau Müller. Klare Torgelegenheit, gut 1 gegen 1. Jetzt ist wieder Svenja dran. Und sauber. 12-15 und das ist auch der Halbzeitstand. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt ein Experten hier, der sich, denke ich mal, auf der Straße oder, naja, auf dem Nürburgring, auf den Hockenheimring und viel besser auskennt, vielleicht als hier in der Sporthalle Willinghofen, wenn es um Handball geht. Aber im Sport ist er ein ganz großer. Heiko Wasser, herzlich willkommen, Formel-1-Reporter von RTL. Heiko, du bist zu Gast hier bei den Handballdamen. Ich weiß, schwarz-gelb liegt natürlich klar, du bist ja ein Dortmunder, da bleibt das nicht aus. Andi, Mannschaft von Borussia Dortmund erinnert sich besonders am heutigen Tag sehr gerne. Aber ich finde das natürlich auch toll, dass du allgemein den Amateursport oder den Sport in Dortmund unterstützt durch deine Anwesenheit. Die Handballdamen, ja, da bist du auch ein Fan von, oder? Ja, also wann immer es geht, bin ich bei den Handballdamen hier in Wellinghofen. Da übrigens die Halle kenne ich so nicht aktiv. Ich bin lieber in der Schule gegangen, die ersten 4 Schuljahre meines Lebens. Also, da war die Sporthalle aber noch ein bisschen kleiner. Aber ich komme mal zu den Handballmädels, wann immer ich kann. Und jetzt gerade im Winter, wenn jetzt
zwei Rennen haben wir noch. Wenn dann die Winterpause ist, dann werde ich wieder regelmäßig da sein. Ja, man muss wirklich dazu sagen, ich treffe dich ja nicht nur jetzt hier beim Handball. Ob es beim Eishockey ist oder frag mich nicht, auf dem Fußballplatz oder auch wenn die Amateure spielen, du bist ja eigentlich einer, der den Sport auch liebt. Das heißt also, du guckst nicht nur immer nur oder lebst dich nur für die Formel 1, sondern die anderen Sportarten, denn Fußball, klar, das ist ja dann das zweite Steckenpferd. Ja, natürlich, also wir kennen uns ja auch schon Jahre und du siehst mich ja auch jedes Jahr bei der Zwischenrunde, bei der Endrunde Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wie gesagt, hier bin ich ab und zu mal bei den Eisadlern und wenn ich irgendwo am anderen Ende der Welt bin, dann versuche ich eben nicht nur Borussia Dortmund Fußball zu gucken, sondern ich gucke zum Beispiel regelmäßig in den Ticker, was die Handballmädels machen. Was ist das Besondere, wenn du hier die Stimmung siehst in der Halle? Ist ja schon sensationell, was für ein Krach ist. Man kann sich ja hier gar nicht unterhalten, weil also was hier abgeht, das ist ja sensationell. Also ich finde es gut hier, ich finde es von der Stimmung gut. Der Jochen Busche macht das super, der macht richtig Stimmung. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin zum Handball gekommen durch Andreas Seiermann, den Abteilungsleiter Handball. Das ist einer meiner ältesten Freunde. Und der hat irgendwann mal gesagt, komm mal mit, ich bin jetzt beim Handball, du musst dir das mal angucken. Und es hat mir Spaß gemacht und ich finde das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, 600, 700. Die Stimmung ist gut, also ich komme gerne hier hin. Wenn du so die Handball siehst, da sieht man aber auch wirklich, die Mädels müssen konditionell drauf sein. Wie ist das denn, wenn du so die Formel-1-Fahrer siehst, sind die konditionell genauso stark? Was ist dein für ein Gefühl? Also die Mädels hier, das sind ja quasi Halbprofis. Die meisten studieren, trainieren aber fast jeden Tag oder haben einen Job halbtags und trainieren jeden Tag. Da habe ich einen riesen Respekt vor, wenn ich so jemanden sehe wie Anne Müller. Also mit der möchte ich mich nicht anlegen. Die ist ja einen Kopf kleiner als ich, aber ich glaube, die würde mich ganz schnell unter den Arm nehmen und auf den Rücken werfen. Die finde ich überhaupt überragend. Also die finde ich sowohl in der Abwehr als auch vorne am Kreis überragend. Davon bräuchten natürlich ein paar mehr. Und gerade heute, letztes Jahr gegen Buxtehude, war ja auch so ein Krimi, wo wir lange Zeit im Rückstand hinterhergelaufen sind, es dann noch gedreht haben. Heute ist es aber fast noch ein Tick schwerer, weil unser kompletter Rückraum fehlt. Und das merkt man nicht nur im Angriff, es waren nur zwei Tore aus der zweiten Reihe. Wir merken es vor allen Dingen auch in der Abwehr, leider. Wenn du natürlich auf die Formel 1 guckst, dann denke ich mal, das ist was auch irgendwie was für Besonderes. Du machst es ja schon ewig. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann du nicht Formel 1 kommentiert hast. Ich glaube, solange schon RTL überträgt, oder wie ist das? Nicht ganz. RTL hat angefangen Ende der 90er und ich bin seit 92 dabei. Also ich habe dieses Jahr Silberhochzeit. Die Formel 1 und ich, wir sind seit 25 Jahren unterwegs. Das ist also jetzt meine 25. Saison. Und ich bin gerade bei, lass mich nachrechnen, 423 Rennen. Also wenn die Saison vorbei ist, habe ich 425, denn es sind noch zwei. Nächste Woche muss ich nach Brasilien, deshalb kann ich beim nächsten Heimspiel von den Mädels leider nicht da sein gegen Leipzig. Da wäre ich normalerweise hier am Mittwochabend, aber da sitze ich schon im Flieger. Und dann kommt noch das letzte Rennen in Abu Dhabi und dann hoffe ich, kann ich mit Nico Rosberg ein Bier trinken, weil dann ist er hoffentlich Weltmeister. Wie schafft man das denn? Ich habe es gerade gesagt, du bist oft auf den Sport oder bei den Sportveranstaltungen hier in Dortmund. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir treffen uns öfter. Da muss doch auch ein Jetlag da sein. Also ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich auch öfter unterwegs war. Australien, Amerika, sind ja alles verschiedene Zeitzonen. Wie kriegt man das geregelt? Du bist immer gut drauf. Also Jetlag ist in der Tat wirklich ein böses Thema. Wir haben dieses Jahr 21 Rennen, als ich mal angefangen habe vor 25 Jahren. Da waren es 16 und von den 16 Rennen waren 11 in Europa und nur 5 weit weg. Jetzt sind es 21 und 13 Flüge sind 8 Stunden oder länger. Und gerade im Moment, also ich war jetzt vor ein paar Wochen, war ich 4 Wochen in Asien. Da hatte ich 7 Stunden Zeitunterschied in die eine Richtung. Und jetzt zuletzt war ich in den USA und in Mexiko und zwischendurch sogar noch ein paar Tage in einem anderen Teil der USA, von Texas nach Kalifornien. Da waren es dann 9 Stunden in die andere Richtung. Da hatte ich also innerhalb von wenigen Tagen 16 Stunden Zeitunterschied. Das ist schon heftig, aber ich packe das, wenn ich zu Hause bin, am besten weg, indem ich meine beiden Hunde nehme, in die Bittermark laufe, spazieren gehe oder eben jogge rund um den Phoenixsee oder eben sowas wie heute Abend hier mache, Handball gucken. Und natürlich, wenn es irgendwie geht, dann geht es natürlich in den Tempel. Mittwochabend war ich auch da. Ich war auch beim Hinspiel übrigens in Lissabon. Manchmal sehe ich in der Saison mehr Auswärtsspiele von Dortmund als Heimspiele. Aber wenn es nicht anders geht, dann fliege ich eben bei der Champions League mit nach auswärts. Das hört sich gut an und jetzt gibt es uns noch einen Tipp. Schaffen das die Handballdamen heute noch? Es wird sehr, sehr schwer. Wir müssen konzentrierter spielen in der Abwehr. Wir müssen vielleicht einen Tick offensiver in der Abwehr, also öfter mal rauskommen, einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen vor allem die Nummer 20 von Buxtehude in den Griff kriegen. Die ist bärenstark. Die hat, glaube ich, 4 oder 5 Tore geworfen. Aber nachdem der BVB die Fußballer heute schon in Hamburg gewonnen haben, warum sollen nicht auch die Mädels es schaffen? Also ich drücke die Daumen, ich bin optimistisch. Mal vor langer Zeit die Ideen, eventuell auf der anderen Seite ja extra Kamerapunkte zu bauen, wo die Kameras stehen, aber das
hat man dann auch verworfen. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man 2018 diese Halle ja komplett renoviert und dann vielleicht sieht alles ein bisschen anders aus. So, der Lucky ist jetzt auch wieder bei mir und ich denke mal, der wird jetzt auch noch ein paar Infos sich geholt haben und vielleicht sogar der Trainerin den richtigen Tipp gegeben haben, wie sie jetzt das schafft, ja, das Spiel umzudrehen. Die Körpersprache stimmt von Anfang an. Also ich denke mal, man muss spielen, wie ob 0-0 wäre. Zeit ist genug, 30 Minuten sind noch lang. Ich bin ganz, ganz positiv gegen. Also ich denke mal, dass ich habe am Anfang gesagt, muss man das Spiel offen bleiben, bis nur 50, 55 Spielminuten, dann kann alles passieren. Buxtehude wechselt auch. Natürlich schön. Jawohl. Schön aufgespielt. Irak Vasari für Borussia Dortmund. 13-16. Ja, ja, drei Tore. Das ist ja eigentlich kein Problem. Aber man muss mal so eine Phase erwischen, dass man jetzt den Ausgleich erzielt. Oder? Die drei Tore in Hamburg ist nichts, also bedeutet gar nichts. Und, ich denke mal, jetzt ist Bölk draußen. Wir haben mit Oldenburg agiert, mit Oldenburg auf halb links. Das Spiel läuft auch nicht mehr so rund. Ball abgefangen von Arne Tempo Gegenstoß Teller. Und 7 Meter und 2 Minuten, meiner Meinung nach, Tempo Gegenstoß. Ja, Tempo Gegenstoß verhindert. Richtige Entscheidung. Man muss schon die Finger weglassen bei Tempo Gegenstoß, da sage ich immer meine Spielerinnen. Das hätte auch mal schlimmer ausgehen können. Also lieber anstatt eine Verletzung mal Finger weglassen und die Torfrau in 1-1. Und Svenja Huber jetzt eigentlich, sie ist ziemlich sicher, wenn es um 7 Meter geht. Das wäre, glaube ich, jetzt der dritte. Oder vierte sogar, ja, der vierte, wenn sie eine verwandelt. Oh, ja. Also hat die fast recht, drei verwandelt, ein verworfen. 75% Quote, die ist immer noch gut. Aber gut, Lenz lang gewartet und ist trotzdem hoch geblieben. Sehr gut von, sehr gute Leistung von Antje Lenz. Paul Schlitter, Freiwurf immer noch, Zeitspiel angezeigt, jetzt müssen wir zusammen kompakt bleiben. Schlitter wieder. Tja. Ja, schön gehalten. Und jetzt muss er kommen. Und klasse. 14-16. Und die Halle ist am Toben hier. Es geht was. Das muss verbessert werden, wenn ein Positionsangriff also vierte Welle nicht läuft, dann muss der Ball rundlaufen und das Spiel breit machen. Die Situation und der Ball weiterspielen, die Situation ausspielen bis auf Außen. Die haben beide Außen sind gut, können richtig treffen. Und Stella Kramer und die Nationalspielerin hat jetzt bewiesen. Thank you.
Mandeguger Gebölk. Mit der 15. Lindenborg. 17-14 für Buxtehude im Pokal. Das darf natürlich nicht passieren. Das schadet einfach nur der Mannschaft. Emberovic protestiert, kriegt 2 Minuten wegen Meckern. Bei mir in der Mannschaft kostet ganz viel Geld. Ja, ich weiß nicht, wie das Internet bei BVB geklärt ist. Also jeder Spieler, egal wie emotional, wie hoch das ist und wie viele Emotionen im Moment aber auch, glaube ich, die Nerven. Ja, du darfst keine Nerven zeigen. Ja. Ja, du hast die Verantwortung, du hast hier paar hundert Zuschauer. Du schadest einfach nur der Mannschaft. Und mit der 20 Bölk eine sehr, sehr gute Spielerin. Habe ich schon gesehen. Sehr souverän spielt sie. Sehr flink. Sie ist 18 Jahre alt. Sag mal, eine sehr, sehr wichtige Spielerin in den Reihen von Buxtehude. Torfrau ist runtergegangen von Borussia. Und der Ball war aus. Das bringt Zeit. 1 Minute noch in Unterzahl. Clara geht wieder raus, also das ist wirklich, ich mag das auch, 60 Spielerinnen bei Unterzahl oder 7 gegen 6, da hat man taktische Möglichkeiten. Jetzt hat jeder die Linkshänderin auf halb rechts, das ist viel besser. Dann fehlt das Quentin-Glück auch. Und zum Glück. So, 14 Sekunden noch. In Unterzahl. Es gibt ganz viele Pro. Das dürfte klappen. Die Torfrau kann jetzt wieder rein. Pro und Contra. Argumente, 7. Spielerin. Ja, nein. Also ich bin dafür. Bei den Frauen. So wie bei den Männern, da kann auch mal natürlich auch ein Schuss nach hinten losgehen. Jawohl! Zu 18. Vielleicht gelingt es uns hier aus Dortmunder Sicht, jetzt den Ball erneut abzufangen und dann, ja, jetzt ist die Möglichkeit gegeben für Borussia Dortmund und schön gemacht! Schön. Hat sich klasse durchgetan. Sehr gut, Stella Kramer. 16-18, nur noch 2 Tore. Vorsprung für Buxtehude. Sehr gut aufgepasst. Das stört den Aufbau bei Buxtehude, wenn Bölk angedeckt wird. Stella gut aufgepasst, Stella Kramer und Turbo angelegt und was zum Torerfolg brachte.
Und die Dortmunder haben den Ball. Und zwei Minuten. Und da muss der Wohl. Zwei Minuten, ja. Ganz klar, zwei Minuten. Ja, die Dortmunder Trainer braucht sich jetzt nicht weiter aufregen. Der Schiedsrichter hat die richtige Entscheidung getroffen. So, und jetzt Borussia Dortmund. Jetzt könnte man auf ein Tor verkürzen. Schön über außen! Und der Ball ist drin, jawohl! 17-18 und die Leber stehen jetzt auf der Bank drüben von Borussia Dortmund. Kann man jetzt die Wende einläuten? Sehr gut, weil die Zeit Stella da ist. Da ist halt mehr Dynamik auf der Seite und da hat er schon drei Tore gemacht. Jetzt brauchen wir einen Ball jetzt. Ja. Ja, aus. Ja, und ich habe den Eindruck, sie wären ein bisschen nervös, die Gäste. Die spielen auch nicht mehr so locker im Kopf. Ein bisschen durch die schwarz-gelbe Brille. Aber schade, klasse pariert durch die Nummer 12 hier. Antje Lenz im Tor bei Buxtehude. Und 48 Sekunden sind die Gäste noch in Unterzahl. Wir müssen besser lösen. Eine Überzahlsituation auf der rechten Seite in Berovic und Kramer. Also entweder. Ach, ja, okay. Passtäuschung und durch oder Pass direkt auf Stella Kramer. Sie hat einen guten Tag heute. Das kann ruhig weiter von rechts außen geworfen werden. Ja, es stoppt man gerade gut im Spiel. Und ja. Dann ja. Ist das eine gute Taktik. Du als Trainer weißt das ja selber. Das, also wie gesagt, also wir müssen den dann nutzen. Also Stella bringt mal ganz, ganz viel Dynamik und dann läuft sie ein, bringt die andere in Bewegung und oder mal breit. Merovic muss besser lösen die Situation 2 gegen 1, halb rechts, rechts außen gegen links außen, Abwehr von Buxtehude. Okay, man muss wirklich sagen, es ist ja hier wahnsinnig laut in der Halle. Es ist ja kaum zu glauben. Also ganz ehrlich, wir haben frei jetzt und die nächste Stadt, was die Möglichkeit gibt, mal Spitzenhandball in Frauen zu sehen, war Dortmund. Ich bin auch ganz positiv überrascht, dass heute so viele Zuschauer und vor allem so laut. Also die Stimmung ist hervorragend. Wie auf der Südtribüne im Signal Iduna Park. Fast. Naja, hier fast. Sind keine 25.000, aber da sieht man, der Bereich ist noch ein bisschen ruhig, aber wenn man die Außenbereiche sieht, da sitzen dann so die Fans. Links von uns gesehen Buxtehude, rechts Borussia Dortmund. Und alle haben eine Pauke dabei und eine Trommel. Und da wird Schritte. Natürlich hier. Ja. Und jetzt die Möglichkeit. Immer noch, das Tor ist immer noch leer. 25 Sekunden noch in Unterzahl. Buxtehude und Dortmund. Oh. Ist wieder komplett. Und Glück gehabt. Schön! Und hervorragend angespielt. Schön zu Mittag gezogen, die Frau Krey und Müller gegen. Also über ein Unentschieden würde mich jetzt sehr freuen. Und der Ball ist leider drin. Aber jetzt müssen die Dortmunder einen nachlegen. Ja, die Lücke muss man finden jetzt.
Sie stehen also sehr gut. Wir müssen ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mehr in die Tiefe, man Land gewinnen, sagen wir so. Wenn nicht nur in der Breite, du musst auch mal in die Tiefe gehen. Die spielen teilweise so drucklos im Angriff. Da kommen die auch nicht raus. Jetzt nochmal konzentrieren. Wir waren ein Unentschieden ganz, ganz nah. Schön im Fallen und er war wieder klasse pariert. Antje Lenz, die Torfrau. Ah, immer diese Lücken mit der 15 hier. Lindenborg. Das war natürlich schwierig. 5 gegen 5. Die sind gut in 1 gegen 1, aber durch die Mandelung von Bölk, da sind die Lücken ein bisschen größer. Da muss man auch mal gegenseitig mal ausgeholfen werden. Jetzt denke ich, das spielt auch der Kopf eine Rolle. Wenn Buxtehude mal sich hinterfragt, oh ja, erleben wir ein Déjà-vu. Letztes Jahr ist uns passiert, dann kann das Spiel umkippen. Wenn ich sehe, aber sind viele nicht mehr da, die letztes Jahr da waren. Die Kleine ist weg, die Podpolinski ist weg. Die Randy Bülow ist weg. Also das, wenn sie stabil im Kopf bleiben und so durchziehen, das wird schwer für Dortmund. Ja, dann haben wir mal wieder so eine Phase auf Seite von Dortmund, da läuft es und dann kommt sofort wieder so ein Knick. Ja, du planst. Also wir haben den Ball bei einem Tor für den Gegner. Und mein Motto ist, was ist das Leben? Das, was dir passiert in der Zeit, wo du planst. Ja, also, du hast den Ball bei einem Tor für den Gegner und verlierst, wenn man noch verschießt, oder wir gehen auf 2. Ja, wir waren 17-18 und jetzt sind wir bei 17-20. Zu 20. Dortmund hat den Ball. Jochen Busch versucht natürlich hier weiter die Mannschaft und die Fans zu motivieren. Aber das braucht er eigentlich gar nicht, denn auf der Tribüne ist Motivation hoch 3 und Borussia. War der erste Wurf von halb rechts in die Kurzecke und mit der 3. Sehr gut gemacht. Und dann wieder. Die Absprache hat jetzt nicht gestimmt. Sie sind beide rausgegangen, der Kreisläufer bleibt natürlich frei. Carina Traubler. Buxtehude lässt sich natürlich Zeit. Hier vorne sieht man also, Bölk wird jetzt Manndeckung, siehst du? Und das ist das Risiko bei Manndeckung, das ist das 50 und 50 eben erwähnt. Das sieht so offen aus. Da muss extrem Seitwärtsbewegung und extrem sich gegenseitig aushelfen. Und jeder Pass, der noch weitergeht, du darfst nicht so schnell gehen, und jeder Pass, der weitergeht, ist eine Chance mehr für die Abwehr. Wenn nach 2 oder 3 Pässe einen Einsatz sich durchsetzt, dann das wird schwer. Sie kommen einfach nicht durch. Sie stehen gut und super gemacht mit der 7. Lone Fischer. Also sehr, sehr, sehr. Buxtehude macht
meiner Meinung nach momentan ein ganz cleveres Spiel, ein ganz komplettes Spiel. Die machen schnelle Tore, die lassen sich Zeit, die haben ein Konzept, 5 gegen 5. Jetzt haben das richtig wahrgenommen, Mandegu gegen Bölk, und lassen sich Zeit. Jetzt bloß die Köpfe nicht hängen lassen, muss die Körpersprache weiter. Clara macht das ganz gut, versucht man die Mannschaft nach vorne zu pushen. Also bloß die Köpfe jetzt nicht hängen lassen, das muss man bekämpfen. Also es gibt kein Rückspiel, das ist ein Pokalspiel. Buxtehude, muss man dazu sagen, die haben ja schon für hoch gesorgt hier im Pokal, denn sie haben ja auch gegen Leipzig gewonnen. Leipzig ist auch der Titelverteidiger, jetzt ja. Klar. Aber die haben auch Verletzte. Das minimiert natürlich nicht die Leistung von Buxtehude. Also und Leipzig begrüßen wir ja am Mittwoch schon hier in der Halle Wellingkoop wieder live auf Sport Deutschland, Ruhrnachrichten, Sport Live. Für unsere Zuschauer im TV, da sehen Sie. Da muss die Hütte brennen. Da muss die Hütte brennen hier gegen Leipzig. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Bitte nicht mehr frei sein verlassen. Herr Lucke, also ich habe jetzt kein gutes Gefühl im Moment mehr, dass wir das Ding noch drehen. Ich schaue nicht genau auf die Tabelle, wie viel steht es, ich weiß nicht, wie viel lang noch, das muss gekämpft werden, ich weiß nicht. Tja, schwer für mich etwas zu sagen. Also natürlich ist es ganz schwierig für die Torfrau in so einer Situation. Sie sieht ganz schlecht aus. Der Angreifer. Sie stehen sehr, sehr gut. Also, stehen kompakt in der Welt. Ja. Der Angreifer, so wie eben, die suchen sich die Ecke aus. Also die Sprungkraft ist eingesetzt und die suchen sich die Ecke aus. Also ich habe den Eindruck, Borussia läuft gegen eine Mauer. Unterbrochen aus Position 5 auf der Halb. Nein, da ist keine Lösung. Schön Tempo raus, hat nicht geklappt, aber die hat die Abwehr nach hinten geschoben. Das sind 6 Meter, klappt das nicht, jetzt lassen sich Zeit, Konzept. Ich kenne Dirk Leun, ist schon seit ein paar Jahren da, wir schaffen immer wieder eine sehr gute Mannschaft aufzubauen. Wir haben nur 2 Spiele verloren in der Bundesliga und das gegen Spitzenmannschaften. Und jetzt hatten 7 Neuzugänge, natürlich brauchen die Zeit, sich einzuspielen, und die etablierte Spielerinnen haben den Verein verlassen. Aber das ist verdient Respekt, was er für eine Arbeit leistet in Buxtehude. Jetzt sieht es auch schon ziemlich deutlich aus. ...25:18 für die Gäste aus Buxtehude. Und ich frage mich natürlich, was wird Bana Biko jetzt ihren Spielerinnen mit auf den Weg geben für die letzten gut 10 Minuten hier in Wellinghofen. Was würdest du jetzt den Mädels mit auf den Weg geben? Wie siehst du die Chance jetzt? Das ist alles möglich. Wie gesagt, also die kamen auch mal von 8 minus, haben in das Spiel gewonnen. Jetzt sind nur 7.
Das ist alles noch drin. Alles noch drin, aber die müssen kämpfen. Noch 11 Minuten. Noch 10 Minuten. 36, die müssen kämpfen. Das nutzt alles nichts, jetzt schon zu resignieren. Nach dem Spiel haben wir alles gegeben und dann können wir uns in die Augen schauen. Aber das müssen die noch mal richtig Gas geben, 10 Minuten. Ja, die Stimmung in Halle ist trotzdem noch gut. Ja, endlich mal. 19 zu 25. Sehr clever, Burke ist, habe ich in der ersten Halbzeit gesagt, sie kann auch sogar halb rechts spielen. Natürlich muss ich als Mann gedeckter, 7 Meter, als Mann gedeckter geht auf halb rechts und die Stärke von Oldenburg auszunutzen und das machen die ganz gut. Die haben die agieren nur mit Rechtshänder, riskieren, die holen die Schirmer aus dem Spiel. Und die Burke, die rechte Seite, ist quasi aus dem Spiel raus und die spielen ganz gut auf der anderen Seite. Und gut gemacht. Zimmermann. Jetzt ein schneller Tor. Pass. Ja, und das sieht nicht gut aus. Zu 19 und es sind noch 8 Minuten zu spielen jetzt. Das wird, glaube ich, ein deutliches Ergebnis werden hier.
6,5 Minuten. Die letzten gut 5 Minuten hier in Bellinghofen. Und das klappt doch. Wer sagt's denn? Borussia Dortmund verkürzt 20:27. Der konnte mal sehr gut die schwache Phase überwinden und den haben wir sich wieder eingefangen. Das ist wieder ganz souverän. Auch auf Zeit. Auch auf Zeit jetzt. Und jetzt wird es ganz, ganz schwierig für Borussia. Sehr aufmerksame Arbeit in der Abwehr. Sehr gut. Und über außen. 17. Schalke Schiermeer. Knapp 3 Minuten noch. Super. Lone Fischer. 29:20 für Buxtehude. Ja, ich denke mal, das dürfte jetzt endgültig die Entscheidung sein. Buxtehude wird sich für die nächste Runde qualifizieren.
Und noch 2 Minuten. Und mit der 20 Emily Bölk. Und Glück hier für Dortmund, aber ob nun ein Tor mehr oder weniger fällt, das macht den Kohl nicht mehr fit. Müller. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch gewesen sein. Das war's. Glückwunsch an die Mädels aus Buxtehude. Freude ist natürlich jetzt groß. Aber wenn wir die ganzen 60 Minuten betrachten, denke ich mal, geht der Sieg auch in Ordnung. Also Glückwunsch an Buxtehude. Die haben das sehr souverän gelöst. Sehr souverän. Das Grundstück war dass natürlich die Abwehr. Zwei gute Torfrauen. Die Abwehr, der Rückraum aus Dortmund haben wir nicht geschafft, das zu überwinden. Die sind ständig mit dem Sprung auf den Mittelblock, was nicht zum Tor erfolgt. Aber die haben immer wieder versucht, haben auch mal die schnellen Tore gefällt. Und Buxtehude hat im Finale dann eine Antwort parat. Die haben, glaube ich, schon alle Positionen sehr gut getroffen. Und wie gesagt, also eine klare Sache für Buxtehude. Ich wünsche denen auch mal viel Erfolg weiter. Das war der souveräne Sieg. Glückwunsch an Pierre und seiner Mannschaft. Herr Lucky, dann danke ich dir herzlich, dass du uns heute hier am Mikrofon zur Verfügung gestanden hast. Ich muss leider dazu sagen, dass ich sehr wenig verstanden habe. Man sieht es also, was hier für ein Krach ist. Und man hört es, denn so laut habe ich selten ein Handballspiel erlebt. Hier in Wellinghofen mit diesen ganzen Pauken und Trommeln. Es war ja meiner die Hölle. So, liebe Zuschauer, soweit hier aus der Sporthalle Wellinghofen, DFB-Pokal, Borussia Dortmund, Buxtehuder SV. Dortmund hat sich leider nicht qualifiziert. Ein Glückwunsch an den Buxtehuder SV. Und wir werden uns jetzt wieder auf die Damenhandball-Bundesliga konzentrieren. Das nächste Spiel, was ihr seht, ist dann gegen Leipzig. Das war's. Einen angenehmen Abend. Alles Gute. Auf Wiedersehen.